Es gibt unterschiedliche Konzepte. Hier in Deutschland versuchen wir es friedlich und gewaltfrei. Das praktizieren wir hier auch in Frankfurt sehr erfolgreich. In Paris, da brennen teilweise Autos, da werden von unbeteiligten Geschäftsleuten die Scheiben eingeschlagen. Macron lacht hinter den Scheiben des Élysée-Palastes. In Toronto hatten die Trucker ihre Fahrzeuge aufgestellt, um die Stadt lahmzulegen, auch die Grenzen blockiert. Trudeau ist immer noch im Amt. Und wir hier stellen fest, dass wir halt immer weniger werden, weil die Menschen nur dann auf die Straße gehen, wenn sie individuell an Leib und Leben betroffen sind, um dann von Passanten am Wegesrand Solidarität für sich selbst zu fordern. Ist vergänglich. Die Männer, die heute die Menschlichkeit mit Füßen treten, werden nicht immer da sein. Ihre Grausamkeit stirbt mit ihnen und auch ihr Hass. Die Freiheit, die sie den Menschen genommen haben, wird ihnen dann zurückgegeben werden. Auch wenn es Blut und Tränen kostet. Für die Freiheit ist kein Opfer zu groß. Soldaten, vertraut euch nicht Barbaren an. Unmenschen, die euch verachten und denen euer Leben nichts wert ist. Ihr seid für sie nur Sklaven. Ihr habt das zu tun, das zu glauben, das zu fühlen. Ihr werdet gedrängt, gefüttert, wie Vieh behandelt und seid nichts weiter als Kanonenfutter. Ihr seid viel zu schade für diese verirrten Subjekte. Diese Maschinenmenschen mit Maschinenköpfen und Maschinenherzen. Ihr seid keine Roboter, ihr seid keine Tiere, ihr seid Mensch. Entscheidender Bedeutung, dass Sie alle, die Sie hier die Durchsagen hören, sich selbst über den Text in den neuen Pandemievertrag informieren. Sie können im Internet sowohl eine englische als auch deutsche Fassungen finden. Ich bitte Sie alle, lesen Sie sich diesen Text durch. Er ist sehr umfangreich. Es ist sehr mühsam, sich mit dieser Materie auseinanderzusetzen. Aber es betrifft Sie alle. Und es betrifft natürlich auch Ihre Kinder. Niemand ist davon ausgenommen. Es werden in dem neuen Pandemievertrag verschiedene Artikel überarbeitet. Ich habe jetzt hier nur einmal einen Artikel herausgegriffen und teile Ihnen jetzt die Modifikationen beziehungsweise Streichungen mit, die dort vorgesehen sind. In der ursprünglichen Fassung des Artikels 3 über die Pandemie-Maßnahmen der Weltgesundheitsorganisation steht übersetzt: Die Einführung dieser Regeln, also die Regeln, die bei einer Pandemie angewendet werden, soll mit vollem Respekt für die Würde, die Menschenrechte und die grundlegende Freiheit der Personen geschehen. In der neuen Fassung werden die Würde, die Menschenrechte und die grundlegende Freiheit der Personen gestrichen. Es heißt, ich wiederhole, in dem neuen Artikel Ab 3 werden die Würde,
die Menschenrechte und die grundlegende Freiheit der Personen gestrichen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, den Sie alle wissen müssen. Denn wenn dieser neue Pandemievertrag angenommen wird von unserem Bundestag, bedeutet es für die WHO, dass sie direkt in die Grundrechte der Mitgliedsländer eingreifen kann. Das darf nicht geschehen. Das dürfen Sie nicht zulassen. Ich bitte Sie alle hier, sich die entsprechenden Informationen zu holen und auch politisch aktiv zu werden. Sie haben die Möglichkeit, bis zum 21.05. eine Petition gegen diesen Pandemievertrag teilzunehmen. Des Weiteren haben Sie die Möglichkeit, bis zum Mai 2024, also innerhalb eines Jahres, die Abgeordneten in Ihrem Wahlkreis anzuschreiben und dahingehend zu motivieren, diesem neuen Pandemievertrag im Bundestag nicht zuzustimmen.